Also so Matcha mit normalem Zitronentee ist einfach total super. Aber ich glaube, es hat gezählt, dass ich im Bett geschlafen habe. Ich habe nämlich nichts hier von Joja-Dingens bekriegt. Stimmt, ich habe auch volle Energie gerade. Ich habe Quarz aus dem bekommen. Wenn man zu Hause umkippt, dann hat man, glaube ich, nur weniger Energie eigentlich, ne? Fledermausflügel. Ich spiele schon eine Weile Stardew Valley. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe das damals mal gekauft, als das rauskam tatsächlich. So, dann verkaufen wir die nämlich auch. Und jetzt halt bestimmt schon. Ich glaube, auf YouTube sind schon 20 Folgen jetzt. Soll ich jetzt heute geplant farmen und du machst was anderes? Nee, ich kann schon farmen. Aber was ist denn hier überhaupt zu farmen? Hier ist ja nichts zum Farmen. Achso, wir haben nicht gegossen gestern, das haben wir noch vergessen, ne? Nein! Doch. Du hast nicht gegossen. Nee, ich habe ja keine Zeit mehr gehabt. Ach, ich dachte, du machst das, sonst wäre ich früher aus der Mine gekommen. Keine Zeit mehr gehabt. Müssen wir gucken, ob das jetzt... Das ist jetzt uncool, weil die meisten Sachen haben wir ja extra getimt. Ne, die müssten jetzt schon fertig sein. Kannst du vergessen, brauchst nicht mehr gießen. Morgen ist der nächste Tag. Ist 28. Der letzte? Ja. Ja gut, ja. Dann hab ich das verballert. Sorry. Na. Das kommt davon, wenn man zu viel Geld hat. Das waren alles Pastinaken. Stimmt überhaupt nicht, war nicht alles Pastinaken. Oh, guck mal hier, es gibt Omelett. Ja, stimmt, ich habe auch ein paar Blumenkohle getimt. Ich verteile jetzt meine Krabbenreusen. Omelette kannst du lernen über den Fernseher. Ja, ich bin ja gleich dabei. Ich gehe ja gleich Fernsehen gucken, Mama. Und heute gibt's Glück. Ach man, das ärgert mich jetzt. Guck mal, das hat so viel Geld gebracht. Wir haben 8000, ey. Ja, aber bald ist neuer Monat und Mimimi und meh. Unglückliches Lumi. Geil. Gieriges Lumi, würde ich eher mal sagen. Nicht unglücklich, immer. Gierig. Gierig, weil unglücklich. Andersrum, unglücklich, weil gierig. So, ich habe jetzt Krabbenreusen verteilt. Und ich gieße unseren Hof damit Salzwasser. Ha. Oh, ich gehe jetzt in die Mine und schmoll ein bisschen. Schmoll mal in der Mine. Ich komme da mal nach. Ich gehe mal in der Mine angeln. Du kannst ja auch noch Schätze abholen. Ja, erstmal gehe ich ein bisschen am Strand Schätze sammeln. Okay, das verstehe ich nicht. Ich bin scheinbar kein richtiges Mädchen. Warum? Hier steht, nur für Mädchen, pst, ich brauche Kartoffel. Du weißt wofür. Behalte es für dich, okay? Hayley. Das heißt, ich komme doch noch nicht in die Mine. Ich brauche jetzt erstmal eine Kartoffel. Was macht man aus einer Kartoffel als Mädchen? Ja, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es mit der Feuchtigkeit gegen Pickel oder irgendwie sowas. Was habe ich denn für einen Auftrag? Ich bin ja kein Beauty-Blocker, ich weiß so Sachen nicht. Abigail möchte... Ich möchte meinem Vater einen Streich spielen, dann brauche ich Kartoffel. Bitte behalte es für dich, Abigail. Siehst ich du, würde Abigail so eine Kartoffel Warum haben wir denn so viele Kartoffeln? Ja, weil die nicht abgegeben haben. Ich sehe es gerade. Wie viel haben wir denn? Insgesamt. Ja. Insgesamt hatten wir jetzt gerade 15, 21, 26. Gut. Hauen wir noch ein paar weg. Wir haben nicht genug Geld, Mama, aber wir haben einen Haufen Kartoffeln in der Truhe. Muss bloß ein was gucken. Haben wir alles schon. Okay, dann suche ich jetzt mal Hayley und dann gehe ich in die Mine. Wisst ihr, bei mir ist es Abigail. Und wofür braucht die Kartoffeln? Die will ihrem Papa einen Streich spielen, hat sie gesagt. Nee. Die ist da ehrlicher als Hayley, ja? Hayley würde ich ja keine Kartoffeln vorbeibringen. Da wäre ich ja skeptisch. Gott. Wahrscheinlich tut Abigail nur so, als ob sie irgendwie einen Streich spielen will. In Wahrheit will sie es für das gleiche verwenden wie Hayley. Ich bin falsch gelaufen. Scheiß. Hallo Vincent. Hi du. Ich dachte, Hayley wohnt im gleichen Haus wie Sam. Keine Ahnung. Scheinbar nicht, jedenfalls sind sie nicht da. Ist eigentlich inzwischen alle. Ja, erkunde die Mine, habe ich nur als Auftrag. Ach, jetzt ist Abigail noch im Raum. Schrecklich. Ich finde Hayley dafür nicht. Hayley ist links, unten links im Haus eigentlich immer. Nee. So früh. Wieso entschuldigt die Frau sich jetzt bei mir, wenn es falsch kommt? Achso, ich wollte noch Omelette lernen. Ich will Bürgermeister werden, jawohl. Ich meine, keiner wagt es, gegen ihn anzutreten, aber ich würde es machen. Du willst Bürgermeister werden, da geht die Stadt aber vor die Hunde. Was? Da wird nur noch rumkommandiert und niemand ist mehr glücklich in der Stadt. Okay, ich kommandiere jetzt gar nichts mehr. Du kannst jetzt machen, was du willst.
pflanze Kraut und Rüben an und. Okay, dann packe ich mich jetzt mit dem Fischer und ups, ich wollte ihn nicht da aufheben. Und mache einen ganzen Tag lang nichts. Meine Geld haben wir ja eh genug für die nächsten 3 Jahre. Ja, mach nichts, ist in Ordnung. Ich schlafe einfach immer am Strand und verbrauche das Geld, weil mich die Joja-Korb zurückbringt. Da interveniere ich. Ist Abigail jetzt mal da draußen gekommen aus ihrem blöden Raum? Da ist Abigail! Abigail, ich hab die Kartoffel, die du haben wolltest! Oh, Kartoffel! Genau, was ich gesucht hatte. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Hier deine Bezahlung, wie versprochen. Hi, perfekt. Hier ist deine Belohnung, Ben. Kein Wort zu meinem Vater. Ich finde Haley nicht. Die ist abends im Pub immer. Geh dahin. Nicht immer. Aber zu 99%. Das Mal, wo ich sie gesucht habe, war sie nie im Pub. Okay, wenn ich sie gesucht habe, war sie immer im Pub. Nee. Du bist ja so cool, du findest Haley sofort. Nochmal kurz Pinkiller zu dem Thema Graveyard Keeper. Ich habe mir Graveyard Keeper ein bisschen angeguckt und ich denke, Dingens, Stardew Valley ist entspannter. Ist ein netter Tag, wenn du mir sagen würdest, oder deine kann weniger schief gehen und musst weniger lernen und so weiter. Das ist halt einfach ein Spiel, was man einfach so ein bisschen entspannt durchspielt. Hey, ich habe einen Pilz im Müll gefunden. Wo du wieder rumkramst. Ja, in Haleys Müll, weil sie nicht da ist. War knapp. Ich habe den Fisch verloren, nur um den schönen Schatz zu holen. Unmiss, ich renne jetzt seit 4 Stunden hier durch die Gegend und suche Haley. In der Zeit hätte ich auch minen können. Ups. Der Moment, wenn du die Angel auswirfst und einfach auf die andere Seite des Flusses wirfst. Und deswegen nicht ins Wasser triffst. Gut, dann gehe ich jetzt noch 3 Stunden in die Mine und dann suche ich sie halt. Ah, da oben ist sie. Endlich. Hallo, Haley. Wer ist denn deine Schwester? Ich dachte, die wäre mit Sam verwandt. Mit dem ist sie vielleicht einfach zusammen? Okay, sie sucht sich über. Freut sich über die Kartoffel, erklärt uns aber nicht warum. Tja, muss sie vielleicht mal googeln, was man mit Kartoffeln so machen kann als Frau. Wobei ich nicht weiß, ob man das googeln will. Ich bin mir ganz sicher, es hat was mit Pickeln zu tun. Es hat immer mit Pickeln zu tun. Aber ich weiß trotzdem nicht, ob man das googeln will. Warum? Weiß nicht, es könnte sowas sein, was komische Fetisch-Varianten beinhaltet, die man nicht sehen will. Kartoffeln und Frauen? Ja. Was zur Hölle geht denn in deinem kranken Kopf ab? Also ich meine, was soll man damit machen? Es gibt ganz viele komische Sachen, die man mit komischen runden Dingen machen kann. Oder die Frauen damit machen. Du guckst so viele Pornos. Hey, es reicht ja wohl, American Pie zu gucken. Da geht's eher um Apfelkuchen. Oder die Ja, Flöte. Und Gurken. Gurke? Ja. Glaub, im späteren Teil ging es auch um Gurke. Oder war das. Vielleicht war das auch hier dieser. Scary Movie Verarsche? Nee, doch. Scream Verarsche, Scary Movie, so rum. Kann es auch gewesen sein. Ja, ich würde gerne hier durch. Danke. Nee, ich kenne nur den Klassiker von früher im Thomacamp. Da habe ich mir eine Flöte in die Muschi gesteckt. Ja, das war, glaube ich, der erste oder zweite Teil. Was ich aber meine ist, ich glaube, ein späterer Teil, wo einer halt bei einer Mutter zu Hause ist und halt sie sozusagen vor seinen Augen mit einer Gurke macht und er das am nächsten Tag erzählt, nachdem die gerade erzählt haben, dass es gestern Abend super leckeren Gurkensalat gab. Ja, nee. Das Spermagebäck vom Hund, das kenne ich nicht. Das wurde bei mir gerade Pinkelager geschrieben, das Spermagebäck vom Hund, das kenne ich nicht. Das wird ja immer besser. Können wir vielleicht über irgendwas weniger geiles reden, keine Ahnung. Das macht ja so geil, das ist ja interessant. Nein, ja. Das gerade meinen heimlichen Fetisch entdeckt, ich stehe auf Gurken. Ich dachte auf Spermagebäck vom Hund. Nein. Tatsächlich habe ich merkwürdigerweise gerade Hunger, aber gut. Verdammt, es ist schon zu spät für aufrüsten gehen. Was? Noch zum Schmied zu gehen, meine ich. Ach so. Ja, ich gucke jetzt nochmal, ob
Ja, die Bäume stehen noch schön frei. Yep. Noch ein paar Fasern sammeln. So. Heute so ruhig, ey, ohne Felix, das ist echt krass. Kein Dummschwätzer im Hintergrund. Ich höre nur die ganze Zeit das Klickern von dir. Oh, ist das nervig? Ja, wenn es nur noch Klickern ist, irgendwann schon. Oh, Entschuldigung. Musst du unter Umständen deine Sprachaktivierung ein bisschen höher einstellen. Dann hast du mich wieder abgehakt. Ja, du musst irgendwo den Punkt dazwischen finden, würde ich sagen. Ich muss gar nichts so. Es wäre schön, wenn du den Punkt dazwischen findest. Das ist schöner. Bist du gleich derjenige, der immer nur am Rumkommandieren ist, ne? Das kann ich, das ist okay für mich. Den goldenen Schwarzbarsch des... der Welthund. Todes. Nee, des Todes fand ich jetzt zu klischeehaft. Schon wieder eine Joja-Cola, ich geh mir weg mit den Joja-Colas. Ich hab immer zwei dabei, falls ich irgendwie out of Energie bin. Das ist wie im Real Life der Energy Drink. Kannst du eigentlich das Essen sparen? Trinkst nur noch Energy Drink, sagst du? Energy Drink und schlafen. Reicht. Energy Drink und schlafen. Naja, ist doch hier im Spiel so. Stimmt eigentlich, ja. So, ich glaube, deswegen hat man feste Uhrzeiten, wo man schlafen muss. So. Ich komme jetzt mal wieder ins Bett. Kann ich hier noch irgendeinen Baum fällen? Da kann ich noch einen Baum fällen. Huch, muss nur. Boah, ist das dunkel. Muss nur treffen. Ich komm mal zu dir. Ich mach dir Licht. Du weißt gar nicht, wo ich bin. Ich weiß auch nicht, wo du bist. Sag dir, du weißt gar nicht, wo ich bin. Morgen ist Sommer, neuer Tag, neues Glück. Voll gut. Ich freue mich voll. Ich sehe halt nichts mehr. Wo bist du denn? Ich war links unten. Ich bin auf dem Rückweg. Soll ich dir irgendwie leuchten? Es ist halt echt ein bisschen dunkel. Das mit dem Sperma-Gebäck war von Party Animals. Ich hab nicht so viele solche Filme geguckt, muss ich mal so sagen. Die meisten fand ich nicht lustig. War unten links, außerhalb unseres Dingens. Sonst hätte ich ja keine Bäume fällen können, weil die Bäume, die hier stehen, haben ja fast alle so ein Harzding dran. Ah, Zombie! Hilfe, Zombie. Mama Lina macht das schon. So, ich hab schon. Das sind aber mehr so lebende Vogelscheuchen oder so irgendwas, ne? Fenster? Ja. So, noch eine Joja-Cola. So, noch ein bisschen. Ah, nee, Harz gehört hier ja gar nicht rein. Los. Ich geh halt beim Felix schlafen, weil er nicht da ist. Mit Einbrechern nicht merken, dass er nicht da ist. Halt. Königin der Soßen, ich habe das Omelette noch nicht gelernt. Ah, ja, mach das noch. Das ist hab ich voll schon. Gut. Hab ich gerade noch gemacht, schnell. Sehr schön. So, jetzt kann ich alles ablegen, damit ich morgen direkt. Aber bitte kauf nicht über 50 Samen. Hey! Hier wird nicht rumgeturtelt. Warum? Ich bin doch nicht in der Stimmung, hab Kopfschmerzen. Lass mich in Ruhe! Du hast gesagt, Männer darf man nicht alleine lassen, wenn sie sowas sagen. Ich hab Kopfschmerzen! Schatz! Ich hab nicht mal fast den Nacken. Jetzt hast du mich schon wieder verarscht. Ich bin nicht blöd. Ich fall nicht auf den gleichen Trick zweimal. Ich schlaf mit der Katze. So. Jetzt schaffst du es nicht mehr in ein anderes Bett. Jetzt musst du bei mir schlafen. Ich hätte auch die ganze Zeit rumlaufen können, bis wir um 2 einpennen. Minenarbeit Stufe 3. Glückwunsch. Moment. Warum ich wollte eigentlich noch. Achso, du hast die ganzen Fledermausflügel verkauft, deswegen war das so viel. Ich hab gerade gewundert, warum mir so viel auf unter anderes gefallen ist.